Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Wir haben eigentlich alle darauf vertraut, dass der Wahltag irgendeine Art von Klarheit mit sich bringen würde. War aber nicht so. Es ist eher eine große Unklarheit eingetreten. Und eigentlich ist die ganze letzte Woche so vergangen, als würden die Wahlen noch bevorstehen. Alle meine Kollegen, die meisten schätze ich sogar, haben unglaubliche Spekulationen angestellt. Wer mit wem, wer gegen wen. Im Prinzip war es wie beim Abschlussball nach einer Abiturfeier. Wer geht mit wem hin und wer schleppt wen nach Hause ab und welche Paare trennen sich, welche Paare bilden sich. Ich verfolge das alles nur noch mit mittlerem Interesse und ich muss sagen, ich habe selten oder noch nie so wenig Zeitung gelesen oder Radio gehört wie in der vergangenen Woche. Weil was hören wir? Es gibt Sondierungen und die Abgesandten der Grünen und der FDP verhandeln miteinander. Erstmal, wie sie miteinander auskommen und dann, wen sie zum Kanzler küren wollen. Ich finde das absolut absurd. Ich habe immer gedacht, der Regierungsbildungsprozess wird vor allem von der stärksten Partei durchgeführt oder zumindest angeführt. In dem Falle wäre das, Gott sei es geklagt, aber es ist nun mal so, die SPD. Oder von der zweitstärksten, aber nicht ausgerechnet von den beiden Parteien, die zusammen so viele Stimmen haben wie einer der großen, nämlich ungefähr 25%. Ich glaube wirklich, wir erleben, obwohl alle sagen, 2017 darf sich nicht wiederholen. Vor zwei Wochen hieß es noch, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also 2017 darf sich nicht wiederholen, aber es wiederholt sich. Die verhandeln wieder in Hinterzimmern, die machen was untereinander aus. Die sind nicht verpflichtet, Öffentlichkeit dazuzuziehen oder auch nur zu erklären, was sie machen. Das mag ja alles nötig sein, aber es steht im Widerspruch zu allem, was uns in den letzten Monaten und Jahren gesagt wurde, dass es transparent zugehen muss, dass die Vorgänge klar sein müssen. Ja, und dann gibt es noch sozusagen Kollateralskandale, also Ungeheures am Rande des Spielfeldes. Und das ist jetzt in Berlin passiert, die Wahl, und zwar sowohl die zum Bundestag wie auch die zum Abgeordnetenhaus, die Wahl war, ja, es ist nicht neu, wenn ich das sage, war ein Skandal. Oder ein Desaster oder eine Katastrophe. Es gab Bezirke, wo mehr Stimmen abgegeben wurden, als es Wahlberechtigte gab. Es gab Bezirke mit den falschen Wahlzetteln. Es gab alles, was man sich bei einer falschen Wahl nur vorstellen kann. Nur, dass es in Berlin sozusagen spontan passiert ist. Ich bin ziemlich sicher, da hat niemand an den Fäden gezogen, da hat niemand die Absicht gehabt. Niemand hat die Absicht gehabt, eine Wahl zu fälschen. Also ich meine, allein diese, wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden zu verletzen, diese Art von Wahlergebnis nach der letzten Landtagswahl oder Senatswahl und Bundestagswahl in Berlin, allein das müsste schon reichen, um die Entsendung internationaler Beobachter in die Stadt zu fordern. Das war eigentlich das Minimum. Wahlbeobachter gehören jetzt nicht nur nach Russland und in die Ukraine oder vielleicht auch nach Kuba. Sie gehören auch ab jetzt in jeder Wahl dazu, die in Berlin stattfindet. Es geht ja nicht um ein paar Fehler, um ein paar Versehen, um eine Nebensächlichkeiten. Das ganze Ding ist schiefgelaufen. Und wenn es nur das ist, dass Leute noch wählen konnten, nachdem die Prognosen bereits bekannt waren, weil sie früher nicht in das Wahllokal rein konnten. Also ich kann mich nur wiederholen, Berlin gehört unter Kuratel gestellt. Es muss eine Art von internationaler Intervention geben. Es gibt auch so viele internationale Truppen, die sind überall in der Welt stationiert. Warum nicht auch in Berlin? Es würde der Stadt zugutekommen. Es würde ihr wieder eine Art von internationalem Flair geben. Und wir könnten vielleicht auch damit rechnen, dass sich das politische System hier eines Tages, das kann natürlich so lange dauern, wie der Klimawandel anhält, eines Tages, also so rund um 2040, 2050, dann doch gebessert hat. Ich persönlich finde es prima,
wenn Berlin unter österreichische Kuratel gestellt würde. Das würde schon der Berliner Küche zugutekommen. Aber ich glaube, die Österreicher sind schlau genug, sich so einen Ballast nicht ans Bein zu binden. Berlin ist ein Failed State. Ein Failed State. Und gut, es gibt mit fast 4 Millionen Einwohnern kann man schon ein Failed State sein. Es gibt kleinere Staaten in Afrika, die auch Failed State sind. Aber es gibt, glaube ich, keinen zweiten Failed State, der mit so einem riesigen Anspruch daherkommt und Vorbild für andere sein möchte. Berlin ist Vorbild für den langsamen, ungesteuerten, aber erfolgreichen Niedergang einer Metropole.